Herzlich willkommen bei Prekina. Herr Meyer und ich, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Neuheitenvorstellung. Ich habe mir vorhin bei der Autofahrt überlegt, die wievielte ist es? Oh. Ich muss auch nachdenken. Es ist die sechste bereits. Im Jahr 2021 haben wir angefangen. Und nach der letzten habe ich noch gedacht, oh, ich glaube, da haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir hatten im Oktober so viele Sachen vorgestellt. Und ich hatte echt Angst, sagt, wenn es in Kleinigkeit schief geht, haben wir zur Messe nichts mehr da. Aber es ging zwar ein bisschen was schief, aber wir haben eine Fülle an Neuheiten hier. Sie können sich wirklich freuen. Es wird eine interessante halbe Stunde. So, die Technik, alles steht jetzt, prima. So, legen wir los. Ach, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe heute meine Autokrawatte nicht dabei. Letztes Mal hatte ich fast mehr Hinweise zur Krawatte bekommen als zu den Modellen. Deswegen habe ich heute einen kleinen Gruß aus meiner Heimat, der Schwarzwald. Möge der Schwarzwald mit dir sein. So, Schluss mit dem Gequatsche. Gehen wir in Medias Res. Auf dem Tisch haben wir hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das sind die Sachen, die wir in diesem Jahr bereits schon ausgeliefert haben, die Neuheiten. Das Jahr ist gerade mal 3-4 Wochen alt. Und wir haben schon ausgeliefert den Fiat 691 mit den Tankaufbauten, den Fiat 691 mit dem Kofferaufbau. Ab heute oder ab morgen wird die Auslieferung beginnen der neuen Varianten vom Ford Sierra. Ich habe ihn dabei, weil es nicht eine neue Variante ist. Auch ein neues Bauteil ist hier. Sie sehen, der hat jetzt ein bauzeittypisches Blaulicht bekommen. Ebenfalls in der Auslieferung ab morgen die beiden Büssing Doppeldeckerbusse D2U aus Berlin, beide erstmals mit Vollwerbung, beides Glanzpunkte der Drucktechnik, doch damit nicht genug. Auch die vier US-Fahrzeuge, die wir im Herbst angekündigt hatten, drei davon haben wir ausgeliefert. Beim Ford LTD wird die Auslieferung auch ebenfalls morgen beginnen. Ford Mustang, Chevrolet Caprice, Ford LTD Country Squire und der Cadillac Eldorado als Cabriolet. Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir so viel ausliefern konnten. Alle Sachen, die in 2022 vorgestellt wurden, bis auf ein einziges Modell, haben wir ausgeliefert. Bei dem einen Modell handelt es sich um den Mack, die US-Zugmaschine. Da rechnen wir April, Mai mit. Und dann sind alle Sachen, die wir versprochen haben, abgearbeitet. Also nicht nur große Worte, es stehen auch Taten dahinter. So, nächste Woche beginnt die Spielwarenmesse. Auch wenn sie ihre Bedeutung verloren hat, ist es für uns immer noch ein Anlass unserer Neuheiten für die kommenden Monate vorzustellen. So auch in diesem Jahr. Sie sehen hier, auf dem Drehteller haben wir schon den 3er BMW. So, in den ersten drei Farben. Es ist der allererste Dreier von 1975, der damals den 02er Baureihe abgelöst hat. Die Baureihe E21, die wird ab Februar schon erhältlich sein. Die Sachen sind gerade, werden gerade eingelagert bei uns. So, ebenfalls bereits zur Messe oder im Februar ausgeliefert werden die neuen Varianten des Ford Sierra Cosworth RS. Wir bringen jetzt nach der Rundstrecke und nach den Zivilversionen auch die Rallye-Versionen zu erkennen, hier an der Seite, an den typischen stabileren Rallye-Felgen und zu erkennen an den Zusatzscheinwerfern vorne. Wie gesagt, auch die beiden Modelle werden bereits im Februar ausgeliefert. So, Herr Meyer stellt uns gerade vier nagelneue Setra-Busse auf den Drehteller. Es ist der S150. Es ist die dritte Generation an Setra-Bussen im Prekina-Programm nach dem S6 aus den 50er Jahren, dem etwas geglätteten S12 aus den 60ern, steht jetzt die neue 100er-Reihe für die 70er Jahre. Ich drehe mal den Teller um, dann sieht man die Seite mit den Einstiegsmöglichkeiten besser.
Hier handelt es sich, wie man sieht, um die Reisebus-Version. Einstieg vorne beim Fahrer und Einstieg ganz hinten bei der Hinterachse. Auch die, alle vier Versionen, werden wir im Februar bereits ausliefern können. So, jetzt bekommen wir gerade Modelle auf den Teller. Die sehen schon fix und fertig aus, sind auch schon weit in der Entwicklung, sind bereits produziert, aber die sind noch auf dem Seeweg. Das ist der Aston Martin DB5 im Silber, im klassischen hellblau Metallic und in einem kräftigen Rot. Wie gesagt, die schippern jetzt, sind gerade aufs Schiff geladen worden. Da rechnen wir, dass wir die bis Ende März, Anfang April ausliefern können. Wie immer heißt die Devise bei Brikina Vielfalt. Da ist die Achse ausgehängt. So. Heißt bei Brikina das Motto Vielfalt. Wir möchten für jeden Sammlergruppe, für jeden möchten wir was bieten. Wir hatten gerade Rallye-Fahrzeuge, wir hatten gerade Busse, wir hatten gerade englische Sportwagen. Wir haben jetzt ein typisches DDR-Fahrzeug, den IFA S4000. Was ist am S4000 so besonders? Den gibt es auch schon sehr lange im Brikina-Programm. Hier ist es ganz einfach der nagelneue Tankaufbau. Ein Aufbau, der sehr typisch war, der sowohl für Benzin eingesetzt wurde, im zivilen Bereich, als auch im militärischen Bereich, mit dem auch Milch oder Chemikalien oder sonst irgendwas transportiert wurde. Hier hat sich ein alter Bekannter noch drunter gemogelt. Das ist die IFA S4000 Zugmaschine, die es seit 2 Jahren schon im Brikina-Programm gibt. Auch er wird nochmal aufgelegt, sogar in komplett neuen Farben. Erstmals auch in der Minol-Version mit dem Gelb-Rot ist so gelungen, wollte ich ihn einfach auch zeigen. So, die Diversifizierung geht weiter. Nach Fahrzeugen aus der DDR kommen nun wahre Truckmonster aus den USA. Das ist der International Lone Star. Sieht aus wie ein Oldtimer, ist aber gar nicht so alt. Ist aus dem Jahr 2008, da ist er vorgestellt worden und 2009 erstmals auf der Straße zu sehen. Damals hatte man die Idee, wir machen einfach einen Retro-Look, was damals bei den PKW, New Beetle, bei Mini und so weiter gut funktioniert hat. Dachte man, funktioniert auch bei den LKWs. Hat auch funktioniert, die Verkaufszahlen waren super. Allerdings sind dann Probleme mit den Abgaswerten gekommen in der Technik. Die Umweltbehörde hat ein Veto eingelegt und darum ist er auch relativ wieder schnell vom Markt verschwunden. In den letzten Jahren sind noch einzelne Exemplare gebaut worden, aber das war nur für absolute Liebhaber. Auf der Straße ist er praktisch verschwunden. Aber nichtsdestotrotz, ein so abwechslungsreiches Modell darf einfach in der Truck-Sammlung in 1:87 nicht fehlen. Wir rechnen im Mai, Juni, Juli mit der Auslieferung. So, den kennen Sie schon vom letzten Videodreh im Oktober. Der Tatra 813 Koloss. Es ist in der Tat ein mächtiger Koloss. 8 Räder, 4 Achsen, 8-Rad-Antrieb. Es ist das klassische Militärfahrzeug vom Osten. Damals gewesen. Heute ist er unheimlich beliebt bei Geländefahrern. Es gibt unheimlich viele Wettbewerbe. Und im Gelände Paris-Dakar sieht man immer wieder. Und er steht bei vielen Veranstaltungen heute noch auf der Siegerliste. Wir bringen jetzt erstmal die klassische Militärversion. Er ist auch schon unterwegs. Bei ihm rechnen wir recht zügig mit der Auslieferung. Ende März, Anfang April sowas. So, die Formneuheiten, die wir jetzt auf der Messe vorgestellt haben, sind somit durch. Keine Angst, es kommen nachher noch wesentlich mehr. Aber ich möchte jetzt mal einen Schwenk machen zu den Varianten, zu den neuen Versionen, die wir rausgebracht haben. Icarus 280 ist ein Dauerläufer bei uns. Wir bekommen Modelle rein, in kürzester Zeit ausverkauft. Wir bekommen unheimlich viele Zuschriften mit Wünschen von Busfreunden, die gern ihre Version als Modell hätten. Wir haben wieder einige umgesetzt.
Es kommen jetzt in den nächsten 2 Monaten 4, 5 neue Varianten aus dem Umfeld der kompletten DDR. Und danach kommt eine Spezialserie mit Icarus 280 Gelenkbussen aus Berlin. Sie sehen hier den grün-weißen, das ist Ostseetrans. Der ist jetzt im Messeprospekt drin, wird relativ zügig ausgeliefert im Februar. Die Berlin-Reihe sehen Sie hier mit typischer Lacufa-Reklame. Ist ein Beispiel für weitere Varianten. Die werden bis im Ende April, Mai sowas in der Auslieferung sein. Wir hatten im letzten Jahr einen Magirus als neues Modell rausgebracht, die D-Kabine, und hatten dann verschiedene Varianten gebracht. Und seltsamerweise waren die sich am besten verkauft haben, die Varianten aus der DDR. Und das will für den Magirus einiges heißen. Deswegen haben wir hier weitergemacht. Jetzt zur Messe kommen zwei weitere Versionen der Deutrans. Beide Modelle sind schon produziert, warten im Lager aus Auslieferung. Ich denke, wenn wir mit der Messeauslieferung übernächste Woche anfangen, werden die schon dabei sein. Ebenfalls neue Varianten zur Messe jetzt haben wir vom BMW 635 CSI. Das ist einmal das Werksteam. Und ganz witzig, den schwarzen hier hatten wir einen Hinweis von einem Sammler, der den gern hätte. Der ist in Australien gefahren, in Bathurst. Bathurst ist in Australien das bedeutendste Tourenwagenrennen. Ist er gefahren, und zwar witzigerweise mit Poldi von Bayern als Fahrer in der John Player Speziallackierung. Ist so ein Mischmasch an Fahrzeug, hielt ich einfach für so eine gute Idee. Der wird auch im Februar, März bereits zur Auslieferung kommen. Lange von der Bildfläche verschwunden waren die Skoda-Busse. Die waren recht schnell ausverkauft. Wir hatten dann ein bisschen gewartet mit neuen Varianten. Die kommen jetzt dann, auch im Februar wird mit der Auslieferung begonnen. Das ist jetzt eine neue Variante, steht sinnbildlich für die 3, 4 neuen Lackierungsvarianten. So, soweit zu den Varianten, die wir in nächster Zeit bringen werden, oder zur Übersicht der Varianten. Kommen wir wieder zurück zu den versprochenen Formneuheiten. Sie werden jetzt denken, hoppla, der Setra, der stand noch eben schon hier auf dem Teller. Haben wir doch gerade eben gesehen, den S150. Nicht ganz, denn hier handelt es sich um den S140. Das ist nicht die Reisebus-Version, das ist die Überland-Version. Ganz klar zu sehen mit dem Einstieg hier, wie er im Überlandverkehr, zum Beispiel auch bei der Deutschen Bundesbahn oder bei anderen Verkehrsgesellschaften als Linienbus im Einsatz war. Die sind noch nicht in Produktion. Da fangen wir jetzt gerade an. Die werden, nageln Sie mich bitte nicht fest, aber ich denke, die werden im Juni sowas kommen. Auch wieder in verschiedenen Varianten. So, wir hatten gerade schon Fahrzeuge der Marke Tatra auf dem Tisch. Hier stehen schon die nächste auf dem Drehteller. Es ist nach dem Tatra 813 eben, der Koloss, ist es jetzt der Tatra 815. Ein moderneres Fahrzeug als Kipper. In den 3 Farben, auch hier rechnen wir im ersten Halbjahr 2023 noch mit der Auslieferung. So, jetzt kommen wir nicht nur in andere Länder. Jetzt kommen wir auch in eine andere Zeit. Wir kommen in die Epoche 2, die Vorkriegsjahre. Es ist eine Epoche, in der es nicht sehr viele H0-Fahrzeuge gibt oder keine Neuheiten in der letzten Zeit, nicht viele. Wir wollten das ändern. Wir haben uns hier einen Stromlinienbus rausgesucht, weil wir dachten, in der Qualität gibt es noch kein Stromlinienbus aus Epoche 2, flankiert durch 2 Pkw-Neuheiten. Das ist einmal der riesige Mercedes 770 und zum anderen mal der relativ futuristische oder damals futuristische Opel Admiral von 1938. Die beiden Modelle sehen Sie, die sind auch matt, die sind auch
einheitlich grau lackiert ohne Deko. Da handelt es sich um reine Prototypen. Das sind Vorserienmuster. Da wird jetzt erst mit der Produktion, mit dem Ausfeilen und so weiter begonnen. Bei den beiden Modellen rechne ich im vierten Quartal 2023. Bei den beiden Bussen gehe ich davon aus, dass wir die vielleicht im Juni, Juli schon ausliefern können. So, die hauptsächliche Epoche von Prekina war ursprünglich die 60er und 70er Jahre. Damit sind wir groß und bekannt geworden. Wir denken auch an die Epoche. Sie sehen hier Opel Kadett B in vier verschiedenen Farben als Caravan. Limousine gibt es bereits vom Wettbewerber, aber Caravan war noch unbearbeitetes Gebiet. Und bei ihm war der Caravan eine ganz typische Verkaufsvariante. Deshalb haben wir uns für die entschieden. Er ist schon fertig dekoriert, aber ist auch noch nicht in Produktion. Da wird es auch Sommer, bis wir den ausliefern können. Wir reisen hier kreuz und quer auf dem Globus. Jetzt sind wir wieder in den USA. Greyhound Bus in Top-Qualität war für uns einfach ein Muss. Wir hatten die US-Trucks, wir hatten erfolgreiche US-PKWs im Programm. Ein Bus hat einfach gefehlt. Und was ist typischer als dieser Anderthalbdecker in Farben von Greyhound? Er ist schon relativ weit. Da haben wir schon die Muster abgenommen. Produktion ist schon fast fertig. Mai, vielleicht auch Juni. So, Mack B61 ist ein Vertreter der 50er Jahre. Bei unseren US-Zugmaschinen fehlt auch noch bei uns im Programm. Ihn hatte ich bereits im Oktober gezeigt. Einige von Ihnen werden sich daran erinnern. Jetzt ist er fix und fertig dekoriert. So wird er aussehen. Da wird jetzt nichts mehr geändert. Auch er wird bis im Sommer sowas ausgeliefert werden. Ihm zur Seite steht, nur unwesentlich jünger, der Kenworth Bullnose, einer der ersten COE-Trucks. COE heißt Cab Over Engine, wir in Deutschland sagen Frontlenker dazu. Er wird ebenfalls mit dem Mack zusammen ausgeliefert werden. Auch er schon fix und fertig. So, hier sehen Sie jetzt zwei Vertreter einer komplett neuen Form. Nicht die Kabine ist neu, aber der Koffer ist neu. Wir hatten vor 2 Jahren den Bedford mit einer Pritsche rausgebracht. Viele waren zufrieden, viele auch nicht. Und zwar wegen der Vorbildauswahl. Da hieß es, zum Bedford gehört ein Koffer. So ist er in England überall gefahren, so ist er in Dänemark, Belgien gefahren. Die Pritsche war gar nicht so typisch, es war der Koffer. Wir haben uns davon inspirieren lassen, haben uns hunderte Vorbildfotos geholt und herausgekommen ist jetzt der Kofferaufbau. Wir freuen uns, dass wir den auch im Sommer bereits ausliefern dürfen. So, in Frankreich waren wir heute noch gar nicht. Wollen wir hier nachholen. Die Ente gibt es schon von vielen Wettbewerbern. Wir haben uns deshalb die Diane rausgesucht. Das ist die etwas geglättete Ente mit dem etwas moderneren, Karosseriebauform. Herausgekommen sind hier die ersten beiden Muster. Das ist Diane und die Acca-Diane. Die Diane mit dem Koffer. Beides Fahrzeuge, die bis in die späten 80er Jahre verkauft wurden. Passen wunderbar in unser Programm. Haben wir auch schon schöne Modelle rausgesucht. Hier als Wohnmobil. Aber ich will es nicht zu viel verraten. Ein bisschen müssen wir auch noch für die nächste Sendung aufheben. So, italienische LKWs. Wir hatten bisher
den 690, den großen Mille Piedi. Wir hatten den kleinen Lupetto. Was gibt es dazwischen? Fehlte bisher. Das ist der 642er, typischer Vertreter der Mittelklasse in Italien. Den haben wir hier mit einem nagelneuen Kofferaufbau. Und Herr Meier zeigt uns gerade noch die anderen Varianten. Ja, Herr Meier, hier liegt noch eine Stoßstange. Die habe ich irgendwo abgefummelt. Wahrscheinlich von der Ente. So, hier mit Pritsche, hier mit Koffer. Sie sehen schon, alle beide sind komplett durchentwickelt. Die Dekoration steht schon. Auch mit ihm wird man im Sommer rechnen können. So, den Fiat 691 kennen Sie bereits. Hatte ich am Anfang schon hier vorgestellt, weil er im Januar bereits ausgeliefert wurde als Hängerzug mit Tank und als Hängerzug mit Kofferaufbauten. Hier haben wir den als dreiachsige Sattelzugmaschine. Haben wir auch einige Teile angepasst. Ist auch schon fix und fertig. Auf die Modelle können Sie sich auch in diesem Jahr noch freuen. Nachher kommt er in anderem Zusammenhang nochmal. Wo wir gerade dabei sind, neue Kombinationen anzugucken. Auch beim Skoda Lias haben wir kombiniert mit neueren Aufbauten. Bisher gab es den nur als Sattelzugmaschine oder mit Pritsche-Plane-Aufbau. Jetzt gibt es ihn auch noch mit farbenfrohen Drucken mit Kofferaufbau. Auch er ist schon relativ weit. Auch mit ihm kann man spätestens bis zum Sommer rechnen. Ebenfalls neu kombiniert. Sie kannten den W50 bisher als Sattelzugmaschine mit Pritsche-Plane-Aufbau, die bereits seit Oktober ausgeliefert wird. Hier die gleiche Zugmaschine, jetzt mit einer Ballastpritsche, um Anhänger mit zu bewegen. So, hier sehen Sie nochmal den W50 mit der eben angesprochenen Sattelzugmaschine, jetzt kombiniert mit zwei neuen Aufliegern, Tankauflieger und dieser ganz spezielle Bierauflieger, von dem ich im Oktober schon mal erzählt habe. Die Muster sind da, die erste Artwork ist auch da. Die Dekosabels sind gerade in der Mache. Bei ihm wird es allerdings Ende des Jahres 2023. So, was ist an ihm neu? Kenner werden es sofort sehen. Unser Jelschbus hat jetzt wahlweise auch eine Dachrandverglasung und einen Dachgepäckträger. Ich erinnere mich noch gut an die Leipziger Messe im Oktober 2021. Wir hatten den Jelschbus vorgestellt und zahlreiche Besucher hatten mich angesprochen. Macht doch auch den Reisebus. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe mich daran erinnert. Wir hatten die Unterlagen rausgesucht und Ergebnis ist jetzt fertig. Ich freue mich auf den nächsten Messebesuch in Leipzig, wenn die gleichen wiederkommen und ich kann sagen, ich habe ihre Idee aufgegriffen. Hier ist das Ergebnis. So, hier nochmal zwei Handmuster. Der eine hat noch nicht mal Reifen, so frisch und so neu ist der. Sind beides MAN-Feuerwehren. Wir hatten im letzten Jahr das MAN-Löschfahrzeug rausgebracht. Zur gleichen Baureihe kommt jetzt noch die Drehleiter dazu und der kleine Tanklöscher. Sind beide jetzt erst noch im Spätstadium der Entwicklung. Da wird noch das eine oder andere geändert. Ich hoffe, dass es trotzdem noch in 2023 zur Auslieferung kommen wird. So, und jetzt darf ich Sie ein bisschen um Fantasie bitten. Sie sehen hier einen nagelneuen Auflieger und Sie sehen hier unsere Zugmaschine auf Fiat-Basis, die ich Ihnen gerade schon vorgestellt habe. Und da bitte ich Sie jetzt einfach ein bisschen Fantasie walten zu lassen und sich die Artwork,
die Artwork zum Anhänger dazu zu denken. Es ist die Original-Deko des Ferrari Formel 1 Renntransporters aus den späten 70er Jahren. So, dazu passt der Ferrari 312 T3. Es ist Niki Laudas Weltmeisterfahrzeug von 1975. Passt identisch zum Renntransporter, wird als Set rauskommen. Der Renntransporter in Ferrari-Farben, der 312 von Niki Lauda. Es wird noch ein zweiter Ferrari dazukommen von Clay Regazzoni, seinem Teamkollegen. Und es werden noch Figuren dazukommen, jubelnde Tifosi, die Ferrari-Fahnen schwenken, wie man sie von der Rennstrecke kennt. Das ganze Set wird im Laufe des Jahres noch rauskommen. Ich kann jetzt schon mal die Artikelnummer durchgeben, weil der ist ab sofort bestellbar. Wird wahrscheinlich wieder ein knapper Artikel wie der letzte Ferrari-Renntransporter. Die Artikelnummer wird sein 58575. So, halt, noch, ich brauche noch einen Moment. So, hier sehen Sie ebenfalls Formel-1-Fahrzeuge. So, sieht man die? Oder sind die so klein? Na, da sieht man sie, ja. Es handelt sich um den McLaren M23. Denn wenn man schon den 312 von Niki Lauda macht, dann sollte auch der große Konkurrent im WM-Kampf 1976, der große Konkurrent James Hunt, dabei sein. Er fuhr damals McLaren M23. Wir werden auch den bringen im Laufe des Jahres. Der M23 ist ein Formel-1-Fahrzeug, was ganze 5 Jahre im Einsatz war. Heute undenkbar sowas. 1973 bereits im Einsatz mit Julie Scheckter, Danny Halm in den bekannten Yardley-Farben. Danach Texaco-Team, Weltmeisterfahrzeug von Emerson Fittipaldi 1974 und mit James Hunt 1976. Die Fahrzeuge unterschieden sich in den 5 Jahren hauptsächlich durch den Lufteinlass, den Air-Intake hinterm Fahrer. Es sind alle drei verschiedenen Versionen haben wir gemacht. Wir können also 5 komplette McLaren Formel 1 Jahre darstellen. Formel 1 ist ein komplett neues Gebiet. Formel 1 der 70er Jahre in H0. Wir freuen uns unheimlich drauf. Aber bei all den neuen Gebieten, die wir jetzt gezeigt haben, wollen wir die Gebiete nicht vergessen und die Modelle nicht vergessen, mit denen wir bekannt geworden sind. In der letzten Zeit haben wir viel US-PKWs gemacht. Hier kommen gleich die nächsten. Das ist der Plymouth Fury. Ja, ist der richtige. Der Plymouth Fury in 4 verschiedenen Farben. So, auch hier. Herr Meyer zeigt gerade die nächste Neuheit bei den US-Fahrzeugen. Es ist der Ford Gran Torino. So, Sie sehen alle beiden Modelle, der Gran Torino und der Plymouth, beide sind schon relativ weit. Auch hier werden wir auslieferbereit bis im Sommer sein. So, und jetzt kommt das nächste neue Gebiet. Nach der Formel 1 in den 70er Jahren haben wir uns auch um den Rallye-Sport gekümmert. Wir wollten nicht nur vorhandene zivile Karosserien bunt lackieren. Es war uns zu wenig. Unser Anspruch war da deutlich höher. Wir hatten den Anspruch, hier einfach Modelle komplett als Rallye-Fahrzeug zu entwickeln, mit breiten Kotflügeln und so weiter, wie wir das bei unseren Rennzwergen, beim NSU TTS auf der Rundstrecke bereits angefangen haben. Geht es jetzt im Rallye-Sport weiter. RS 1800 von Ford, ein typisches, sehr erfolgreiches Rallye-Fahrzeug. Auch hier sind wir schon relativ weit in der Entwicklung. Die Deko-Samples sind schon da. Da gehen wir davon aus, dass wir die bis August, September sowas in die Auslieferung nehmen können. Ein Modell steht ja da ungern alleine, wenn man ein neues Thema anfängt. Bei Formel 1 haben wir 2 Modelle ausgesucht. Hier sind es
3. Das zweite sehen Sie bereits hier, Lancia Stratos HF. Auch in typischen Farben, wie sie eben damals erfolgreich fuhren. Auch eine Zivilversion dabei. Und das ist Anlass für mich, den Fiat 238 nochmal zu zeigen. Hier kommen auch neue Serien und die beiden gehören optisch zusammen. Das war das Servicefahrzeug dazu. So, ich hatte Ihnen 3 Fahrzeuge versprochen. Jetzt kommt ganz massiv die Farbe Gelb dazu. Rallye-Fans wissen es schon. Gelb ist Opel. Im Rallye-Sport bei Formel 1 ist es Renault, aber hier ist es Opel. So, es ist der C-Kadett Coupé in der Rallye-Version mit Zusatzscheinwerfer, mit breiten Backen, mit allem, mit einem Überrollkäfig drin. Es ist ein Fahrzeug, was komplett als Rallye-Fahrzeug konzipiert wurde. Und ich denke, der Ford aus England, der deutsche Opel und der italienische Stratos, was gibt es für einen schöneren Einstieg in den Rallye-Sport, in den klassischen Rallye-Sport der 70er, 80er Jahren. Ich freue mich unheimlich auf die Serie. Ich bin sicher, Sie tun es auch. Nach über 2700 verschiedenen VW Bullis der T1-Reihe war es einfach nötig, hier mal wieder was Neues zu machen. Ein bisschen eine Abwandlung, das Modell wieder attraktiver zu machen. Wir hatten bei uns im Archiv ein wunderschönes Foto gefunden, was diesen Pritschenwagen mit einem Autotransportaufbau zeigt. Ich habe mal hier einen Porsche mitgebracht, um zu zeigen, wie es damals auf die Rennstrecke ging. Lang nicht so professionell, wie heute die Rennteams ausgestattet sind, aber unheimlich authentisch. Und dieser Aufbau ist gerade in der Entwicklung. Da rechne ich, dass es Ende des Jahres wird. Und dann wird er in verschiedenen Varianten kommen, aus Österreich, aus Deutschland und aus den USA. So, jetzt kommt noch mal eine Zugmaschine aufs Tablet. Sie sehen den Volvo F89. Ist eine komplett neue Form bei Brekina. Haben wir entwickelt, weil er eben perfekt zum bereits gezeigten Renntransportauflieger passt. Er war vorhin für Ferrari unterwegs, der gleiche Transportauflieger mit dem Volvo zusammen, war für das John Player Team, fürs Lotus Team unterwegs. Natürlich dann nicht mit dem schwedischen Dachschild. Die Möglichkeit haben wir uns offen gelassen, um verschiedene Speditionen aus Holland und Schweden zu zeigen. Er ist jetzt gerade in der Entwicklung. Die Form hier ist brandneu eingetroffen, trotz Poststreik gestern pünktlich. Und bei ihm dauert es noch ein Weilchen. Aber ich will auch sagen, könnte noch bis Ende des Jahres hinhauen. So, nach den vielen Formneuheiten will ich Ihnen auch weitere Varianten nicht vorenthalten, die in den nächsten Monaten kommen werden. Fiat Inter Urbano 306 in weiteren Varianten wird ab April, Mai ausgeliefert werden. Das war der Abschluss jetzt zu den Brekina-Neuheiten. Ich komme ganz schnell zu den PCX-Neuheiten, weil die nicht weniger spektakulär sind als die Brekina-Sachen, die ich Ihnen gerade zeigen durfte. So, wir fangen an mit den Modellen, die momentan bereits auf See sind und mit denen in den nächsten 6 bis 8 Wochen zu rechnen ist. Renault 5 Alpine. Auch hier haben wir nicht einfach einen Abklatsch gemacht, sondern hier wollten wir uns auch unterscheiden von den Sachen, die bereits auf dem Markt sind. Es ist der Ur-Renault 5 Alpine mit dem ersten Facelift. Das heißt, unten die Frontschürze mit der kleinen Lippe unten, mit den typischen R5 Turbofelgen, sind 2 verschiedene Sorten Felgen. Wie gesagt, Modell ist bereits auf dem Schiff. Genauso wie die BMW 2002 Turbo.
ein Modell der frühen 70er Jahre. Bei ihm war bezeichnend, dass das Wort Turbo auf dem Frontspoiler stand und zwar seitenverkehrt, weil das Auto sollte ja im Rückspiegel auftauchen und dann sollte man lesen können, was hinter einem die Lichthupe betätigt. So, in der gleichen PCX-Sendung auf dem Schiff befinden sich auch das Dreier Cabriolet in vier Farben. Der 02er Turbo, da ist nicht eine Farbe vergessen worden, den gab es einfach nicht in mehr Farben im Vorbild. Deswegen können wir auch nicht hier weitere Farben anbieten. Beim BMW Cabrio zum Beispiel kein Thema. Da werden die vier Farben, sind da für uns kein Problem, schöne vier Farben zu finden. So, PCX kommen immer im Viererpack. Das vierte Modell. Wir haben jetzt Frankreich, Deutschland und jetzt kommt noch England. Rolls-Royce, Corniche. Nee, ist das Corniche? Ja. Ja, ist der Corniche als Cabriolet. Auch in vier Farben. Es ist ein Engländer. Wo gehört beim Engländer das Lenkrad hin? Ganz klar auf die rechte Seite. Beim Cabrio ist es gut zu sehen. Bei PCX hat das Entwicklerteam nicht die Hände in den Schoß gelegt. Es geht bei uns Schlag auf Schlag. Als nächstes sehen Sie den F350 mit Krankenwagenaufbau. Das Typische ist bei ihm, es ist der Pickup mit einem separaten Kofferaufbau. Das muss ich gerade mal zusammenpicken. Die beiden hier kommen aus New York. Es ist bis 96 und die Variante ab 96. Grundsätzlich unterschiedliches Dekor. Dann kommt diese zivile Variante dazu. Na, wie sieht man die in der Kamera hier? Die zivile Variante dazu und eine weitere zivile Variante aus Morgan County. Ist ein unbekannter Ort, aber wir fanden die Deko so schön. Ja. Die beiden haben noch einen falschen Dachdruck. Der ist beim Original dann nicht vorhanden. So, wir bleiben mit PCX in den Vereinigten Staaten. Cadillac Fleetwood Brougham. Die S-Klasse auf Amerikanisch. So sieht man den von der Seite schön. Die S-Klasse auf Amerikanisch in vier typischen Farben. Dach in Lederoptik, matt lackiert in unserem Fall, um die Lederoptik darzustellen. Die Modelle, das ist der nächste Schwung, denke ich, die werden im Juni sowas. Im Juni parat stehen. Stellen wir nächste Woche vor. Okay, sind nächste Woche in der Vorstellung. Das heißt, jeder Händler kann die ab nächster Woche vorbestellen und sich seine Exemplare sichern. So, was steht als nächstes auf dem Programm? In der gleichen Serie, die ebenfalls nächste Woche vorgestellt wird, sehen Sie hier den Ford Scorpio. Die allererste Variante, noch ohne glattgelutschte Front, mit Ecken und Kanten, mit Schiebedach in vier verschiedenen Farben. Es ist ein Auto, was polarisiert. Viele finden es total hässlich, viele finden es genial. Wir überlassen es Ihnen, wie Sie dazu stehen. Das Modell jedenfalls ist sehr schön geworden. Ebenso ein anderes Ford-Modell. Es ist der allerletzte Ford Escort aus dem Jahr 95. Die Facelift-Version ebenfalls, jetzt dann mit der runden Front, mit der glatten Front. Es ist der letzte Ford Escort, bevor dann die Baureihe in den Fokus überging und bevor dann bei Ford das New Edge Design die glatten Formen abgelöst hat. Ist übrigens ein Fahrzeug, was in zwei Jahren auch H-Kennzeichen kriegen könnte. Auch wenn man es nicht so vermutet. So, das nächste. Jawohl, jetzt haben wir es genau in der Kamera. Ein Käfer. Und zwar ein VW Käfer 1303. 1303 war da die etwas breitere Version mit der
breiteren Kofferraumhaube vorne, breiterem Motorraum hinten. Ist der erste und einzige Käfer gewesen, bei dem vorne in den Kofferraum auch ein Bierkasten reingepasst hat. Bei allen anderen gingen nur ein Bierkasten nämlich nicht rein. Als Cabrio, genau richtig für den Sommer. Der H0-Markt hat auf die Variante noch gewartet. Wir können jetzt dann damit dienen. Ein ganz großes PCX-Thema haben wir im letzten Jahr angekündigt. Die US-Feuerwehren aus New York. So, jetzt können wir hier erstmals in aller Detaillierung zeigen. Hier kann man ruhig mit der Kamera näher ran. Die sind so gut. Da sind wir ganz stolz drauf. Ja, wunderbar. Perfekt, mit hunderten Drucken dekoriert. Das war auch der Grund, warum wir ein bisschen länger gebraucht haben, bis wir die Muster zeigen können. Die sind jetzt alle abgenommen. Die werden so produziert. Die gehen jetzt endlich in Produktion. Ich denke, dass sie bis Ende Mai aufs Schiff können und dass sie im Sommer noch da sein werden. Es sind zwei Grundmodelle hier. Einmal Ferrara Ultra, die Drehleiter. Zum anderen der Seagrave Marauder als Engine, als Löschfahrzeug. Viele Details sind dabei beachtet worden. Sieht man das in der Kamera hier zum Beispiel? Der hat verschiedene Blaulichter, weil eben bei der Blaulichtbestückung sich die einzelnen Wachen in den USA unterschieden haben. Und wir denken, Sie als Kunde haben auch ein Recht darauf, das korrekte Blaulicht auf dem Fahrzeug präsentiert zu bekommen. Wir haben mehrere Blaulichter in die Entwicklung gegeben. Sie sehen auch bei den Drucken ist auf jedes Detail geachtet. Jede Wache hatte ihre Feinheit. Jeder hat das Grunddekor aus New York ein bisschen abgeändert. Eine Wache hat einen blauen Strich in die gelbe Linie gemacht. Die nächste hat andere Zahlen, andere Schriftsorten bei den Zahlen verwendet. Aber wir haben da die kompetenten Berater gehabt. Wir haben auf die letzten Kleinigkeiten geachtet. Wie gesagt, es hat ein bisschen länger gedauert, aber dafür sind die jetzt absolut perfekt. Und ich freue mich riesig auf die Auslieferung. So, zum Schluss. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde schon hier Neuheiten vorgestellt. Zum Schluss noch eine Vorschau auf die PCX-Neuheiten im Lauf des Jahres. Es sind auch Rohlinge, das Molding ist abgeschlossen, Feinheiten wie Formpolitur und so weiter folgt noch. Die Deko wird auch noch festgelegt, aber man kann sich freuen. Peugeot 205, Dreitürer. Peugeot 205, Cabrio, Dreitürer. Wir haben hier endlich ein richtig gutes Modell des Mercedes R107, des bekannten 280, 300 SL, 350 SL in der Cabrio-Version. Wäre übrigens auch was für die USA-Modelle. Die Farbe von G.R. Ewing, andere Stoßstangen dran, aber ich will jetzt noch nicht rumspinnen. Ich freue mich erstmal, dass der schon so weit gediehen ist. Und als viertes Modell ein Audi 200 der C2-Baureihe. Hier freue ich mich ganz besonders auf die nächste Techno Classica. Ich habe da einen speziellen Kunden, der mir dieses Modell jedes Jahr ans Herz gelegt hat. Und ich freue mich, wenn ich ihm nächstes Jahr sagen kann, oder vielleicht sieht er hier, schaut er hier auch zu, er ist jetzt da, der C2 wird im Laufe des Jahres 2023 ausgeliefert werden. So, die klassischen Epochen sind jetzt abgefeiert bei PCX, aber wir wären nicht bei PCX oder bei Brikina, wenn uns nicht noch neue Betätigungsfelder einfallen würden. Ich hatte es im Oktober letzten Jahres schon angekündigt, PCX geht in die Moderne. Wir haben jetzt hier die ersten fertig dekorierten Fahrzeuge auf dem Drehteller, können wir Ihnen zeigen. Land Rover Defender.
Dacia Duster 2 in Valencia Orange, Weiß, Schwarz. Beim Defender finden Sie auch eine Polizeiversion. Auch das gab es bei uns in der BRD. Defender, unheimlich viele Anbauteile, Dachgepäckträger. Wir haben Luftansaugrüssel dabei, wir haben ein neues Blaulicht dabei. Wir können hier unheimlich mit Varianten spielen. Was hier noch nicht ganz vorbildgerecht ist, das ist das abstehende, sieht man es in der Kamera, so sieht man es vielleicht, das abstehende Reserverad. Bitte nicht erschrecken, das wird noch ein bisschen geändert, da wird noch was korrigiert. Die nächsten modernen Fahrzeuge ist der Volvo. Ja. Volvo V60 ist auch schon relativ weit in der Entwicklung. Die Deko-Sabel sind fix und fertig, sind abgenommen. Da geht es jetzt auch in die Produktion. Ebenso wie ein weiterer Kombi aus der Mittelklasse. Ford Focus ST aus dem Jahr 2020. In vier knackigen Farben. Auch er ist beim ersten Schwung, bei der ersten Auslieferung der modernen PCX-Fahrzeuge dabei. So, wir sind auch bei den modernen Fahrzeugen bei PCX noch nicht fertig. Wir haben auch da noch eine kleine Nische gefunden, in der wir noch nicht aktiv waren. Das heißt zwei Nischen. Das erste Fahrzeug zeige ich Ihnen hier. Das ist ein erstes Handmuster, auch jetzt erst bei uns eingetroffen. Das ist ein Rosenbauer Wasserwerfer. Das ist das erste Mal, das ist ein Modell, was es bei BOS schon gegeben hat, bei unserer Schwesterfirma, dass wir jetzt hier in Kunststoffformen investieren. Aber Sie, liebe Fachhändlerinnen und Fachhändler, die jetzt zuschauen, Sie wissen selbst am besten, wie schnell die Wasserwerfer damals immer ausverkauft waren. Wir wollten nicht nochmal nachproduzieren in Resin. Wir haben deswegen gesagt, das Modell muss es auch in Kunststoff geben. Es ist jetzt da. So, Sie sehen es von allen Seiten. Da kommt jetzt noch der Dekorationsaufwand. Auch bei ihm wird es eher Ende des Jahres, November, Dezember. Aber er ist da. So, und jetzt das allerletzte Modell für heute, was ich Ihnen zeigen kann. Oder Herr Mayer, korrigieren Sie mich? Stimmt's? Ist das allerletzte. Also das Beste zum Schluss. PCX wird einsteigen in moderne Feuerwehrfahrzeuge. Sie sehen hier den Magirus MLF. MLF steht für mittleres Löschfahrzeug. Es ist ein Fahrzeug, was bei unheimlich vielen Wehren im Einsatz ist, auf Iveco Daily Basis. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit Magirus so gut geklappt hat. Wir haben wunderbare Informationen und Vorlagen zum Fahrzeug bekommen. Das Fahrzeug wirkt ein bisschen noch mit sehr groben Konturen, aber man muss ja einfach bedenken, das Fahrzeug wird noch lackiert. Und die Lackierschicht nimmt noch mal ein paar Mühmeter aus den Fugen und aus den Konturen raus. Er wird nachher perfekt aussehen, wenn er lackiert ist. So, wir haben da zwar kein Modell, aber ein bisschen sagen kann ich noch was zum Thema Feuerwehr und Magirus. In der Entwicklung ist, oder darf ich es noch nicht verraten? Doch, verraten wir. Nö, nur, dass es ein großes Auto ist. Es ist ein großes Auto mit einer Leiter, oder? Ist das schon zu viel gesagt? Dann nehme ich es wieder zurück. So. Ja, ich darf mich verabschieden von Ihnen. Würde mich freuen, wenn ich Sie, Fachhändler oder Fachhändlerinnen, wenn wir Sie in Nürnberg begrüßen dürfen, die Spielwarenmesse.
beginnt nächste Woche. Wir haben zwar keinen eigenen Stand, wir sind als Untermieter eines Partners aus Fernost, sind wir Gast. Und das wird in Halle 7a sein, Stand B17. Frau Hintenlang ist ein paar Tage dabei. Ich löse sie dann ab. Würde mich freuen, einige von Ihnen zu sehen. Schauen Sie vorbei, trinken Sie einen Kaffee oder eine Cola bei uns. Bis nächste Woche. Für alle, die ich nächste Woche nicht sehe auf der Spielwarenmesse, wünsche ich Ihnen schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, das wird Mai sowas, oder? Genau, spätes Frühjahr. Spätes Frühjahr sein. Dann werden wir wieder ordentlich Neuheiten parat haben. Bis dahin heißt es für das Team um die Herren Einhaus, Neumann, Hügle, Meier und Frank arbeiten, entwickeln, sich um neue Modelle kümmern. Dann werden wir belohnt, wenn wir sie Ihnen wieder zeigen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss und vielen Dank.